Danke, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Ich befinde mich gerade hier vor der Erzmine im Ork-Söldnerlager und konnte schon einige erledigen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die Lage draußen ist. Vielleicht sollte ich vorher erstmal was kochen. Zum Beispiel alles Fleisch. 6 Fleischstücke, damit ich wieder ein bisschen was essen kann. Ja, liebe Leute, ich befinde mich jetzt hier gerade futternd. Ja, was soll denn das jetzt hier? Komm, Roland, trau dich, mach was. Im oberen Bereich. Ich sehe, ich bin im oberen Bereich. Okay, wie sieht denn das hier aus? Hier geht es ja auch noch weiter. Ah, und es gibt eine Feuerwurzel. Schauen wir mal, ob wir den Rest erledigen können, hier in dieser Folge. Boah. Drin Fackeln. Wo sind denn die anderen alle? Oder habe ich sie schon erledigt? Mal gucken hier, die Pflanze. Oh. Stimmt dahinter irgendwie. Das war's? Waren das wirklich alle Ork-Söldner hier in dem Lager? Soll es das gewesen sein? Was liegt denn hier? Da ist das Flavor-Deko. Das Flavor-Deko. Hä, das waren sie echt alle? Hm, okay. Ein bisschen Wasser und Van. Hier noch so alles Verstecke deit ist. Hier unten drunter was. Ah, mit Schleichen komme ich auch nicht weiter. Weil das ja so eine duckende Haltung ist. Oh. Heißt also, hier ist die Eisenmine. Hier geht's zur Eisenmine rein. Und da könnten sich noch welche aufhalten. Ich mach dich fertig. Ja, ich wusste es. Na! Na, den habe ich ja noch erwischt. Nachdem ich es im Off doch noch hier an den Kästen schaffte, jetzt will ich mal gucken, ob noch irgendwo einer hier draußen rumstreucht. Ja, da hinten zum Beispiel. Ja, der macht seine Knickse. ja. Okay. Versuchen wir übers Eck zu kämpfen oder was? Oder wie was? Oh. Ja, er kommt ein bisschen vorwärts. Aber wenn ich. Oh, jetzt könnte er gleich loskommen. Haha! Schon erwischt. Wow, sehr schön. Okay. Und hier haben wir den Eingang zur Mine. Zur Erzmine. Da wette ich. Das kann sie ja nur sein. Ah, dieser schöne Uthornvogel. Oder was ist das für ein Vogel? Hier gibt es bestimmt noch. Hier gibt es bestimmt noch Ork-Söldner. Okay, ich bin ein bisschen gespannt, was hier noch drin ist. Kommen wir in die Erzmine rein. Okay. Auf jeden Fall gibt es hier Eisenerzklumpen. Und noch mehr Eisenerzklumpen. Ja, okay, dann. Ich würde mal sagen, fangen wir mal an, einfach an zu hacken, ne? Das steht ja auch einfach mal. Einfach mal hacken. Kriege ich noch nichts? Oh, Wissen über Erzhacken gebacken.
Nee. Okay. Dann gibt es hier nichts mehr zu holen. Beim nächsten Eisenerzklumpen mal das, die Fähigkeit prüfe. Oh, 22. Mhm. Das Gothic Haar, das sieht ja aus wie ein B. Also einfach mal backen. Ne, hier gibt es nichts mehr zu holen. Okay. Gucken wir mal, gehen wir mal eine Stufe runter in diese Eisenerzmine. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwer rumeiert. Alter Schwede, bist du besoffen oder was, Roland? Was ist denn los? Und wieso kann ich hier nichts klumpen? Wieso kann ich hier nicht einfach mal backen, hacken? Nö, funktioniert wohl nicht. Nö. Okay. Dann tu das mit dem Klumpen hier nicht. Geht aber ganz schön tief hier. Boah, was ist da tief? Ohne Lob. Was drin? Nee, ist nichts drin. Okay, da hinten ist noch ein Klumpen. Hoffentlich, ja. Okay. Macht das einen Unterschied, ob ich ganz schnell hintereinander klicke oder... Ich glaube nicht, ne? Heißt, ich könnte ja schöne Erzklinken schmieden. Götz. Oder unten brennt eine Fackel. Oh, oh, oh. So, was erwartet mich hier? Das weiß ich noch nicht, deswegen abspeichern. Und, oh, hier gibt es viele. Da kann er mal lange hacken hier. Okay, hier gibt es wieder einen, der nicht... Doch, dort braucht man nur genug Abstand halten. Wie viel habe ich denn eigentlich schon? 30%, das sollte mal schneller gehen hier. Okay. Nichts mehr zu holen. Und noch ein... Okay, das war es für diesen Klumpen. Oh. Ach, ist das eine Schmelze? Das sieht aus wie eine Schamelze. Die eigene immer noch 30%. Okay, dann nicht. So, jetzt haben wir hier so ein lustig Teil. Sieht aus wie so ein Blasebalg und eine Schmelze, die nicht brennt, oder? Kann ich da hinein? Nö. Okay. Was passiert, wenn ich jetzt mal hier diesen Blasebalg da mal tätige? Okay, man kann nur einmal betätigen. Okay. Und da hinten ist wer. Da hinten ist wer auch am Hacken. Oh nein. Ach ja. Hackende Söldner mit Orks. Also hackende Orksöldner. Nicht mit Orks. Die bleiben da auch herrlich heftig hängen. Bewaffnet oder was oder wie? Gucken. Mal das. Hallo. Hallo. Wo bist du? Will dir einen auf die Zwiebel hauen? So ein dämlicher Mistkerl. Oh toll. Na, die bleiben immer noch da hängen. Vielleicht kann ich ja ihn hier. Bleib doch mal da. Jetzt kommt der andere. Bleibt der andere da. Der jetzt für eine Waffe. Ah.
mal einen Schritt zurück, aber nicht mit dem Dez an den... Was hat der denn für eine... Ach, du liebes Läuschen. So ein dämlicher... Was hat er denn jetzt da gehabt? Das glaube ich ja nicht. Also. Ganz normal mit dem Schwert. Da kann man das schaffen. Ich weiß, das kann man schaffen mit dem Schwert. Ja. Das ist der hier mit dem, mit diesem Feuerschwert da. Was das auch immer sein soll. Ah, jetzt kommt er hier ums Eck. Los, gib mir doch mal eine Anzeige hier. Oh, den habe ich gut getroffen. Na? Und in den Rücken. Du sollst was machen. Glück gehabt. Probeschwert. Spitzhacke, irgendwas essenstechnisch? Nein. Oh, da hinten bleibt der eine Typ hängen. Ich werde erstmal hier ganz schnell die Wiege machen und mich über ihn stellen und was trinken. Oh, da kommt er auch schon. So, er war aber... da ist er! Glück gehabt. Oha. Ein Schlag, ein Feuer und schon im Arsch. Sofort hinter die Balustrade hin. Und ein bisschen weiter weg. Weil er versucht dann da... Genau, richtig. So, gehen wir ein bisschen mittig. Okay, vielleicht können wir ja ihn mit dem Bogen ein bisschen ankratzen. Unsere Pfeile mal aufbrauchen. Oh, er versucht darüber zu schwimmen. Ja, Alter, das hat er auch noch geschafft. Ich glaub's ja jetzt nicht. Okay, runter. Gut. Kommst du auch runter? Nee, kommt er nicht. Ah. Was er sich jetzt einfallen lässt. Dreh ich im Kreise. Du doch mal stehen. So, jetzt mal speichern und zwar auf einer ganz anderen Stelle und gleich weitermachen. Oh, jetzt ist der draußen. Oh, nee, ne? Das war ja gemein. Ah ja, okay. Jetzt ist er wieder drin. Okay, vielleicht werde ich doch mal ein bisschen das Ganze beschleunigen, indem ich einen Feuerpfeil nehme. Vielleicht brennt er auch gut. Nicht in die Balustrade hinein. Ah, das könnte was werden. Er macht den Feuertanz. Und jetzt habe ich auch keine Feuerpfeile mehr. Ja, wenn ich jetzt nochmal abspeichern sollte. Nee, das ist mir zu riskant. Ja, genau richtig. Ah, toll. Und jetzt bin ich am Brennen und gehe auch kaputt. Tja, dann werde ich wohl... Was macht denn jetzt wieder ein Kram? Meine Pfeile verbollern. Das ist mir zu riskant, wenn er nochmal runterkommt. Alles, was ich an Fernwaffen habe, werde ich jetzt nehmen. Oh, noch ein paar Schuss. Endlich. So, da ist das Ding runtergefallen. Fackelkeule. What's the matter with a Fackelkeule hier? Was ist denn das für ein Vieh? Was ist das hier? Fackelkeule. Fackelwaffe leider nur als Keule zu verwenden. Schaden 30. Aha, und damit macht er mich schon gleich so kaputt? Mit einem Schlag? Nicht zu holen. Also, der ist wohl nicht zu fassen. Okay, was hast du sonst so bei dir? Okay, einen Weidenbogen. Ein paar Pfeile.
Das war ja wieder. Das war aufregend. Aufregend, aber spaßig. Okay, habe ich denn hier schon was? Okay, bis hierhin habe ich schon gehackt. Dann Abspeicher, ganz wichtig. Ich finde das gut hier. Also die wollen wir erstmal gucken. Ah ja, die habe ich doch schon alle richtig. Die sind ja hier hinten raus. Die sind ja hier raus. Oh, das geht ja noch weiter. Hä? Das ist jetzt nur Flavor Sound. Ach du liebes bisschen. Ich weiß, was los ist. Das ist wohl Gothic 1 nachempfunden hier. Vom Sound her höre ich das. Das ist doch wie der Ork da. Ja, an diesem Stampfer war. Korrigiert mich. Wenn das falsch ist. Oh, hier ist noch ein Seiteneingang. Ah ne, das ist ja. Geht ja wieder hier zwar. Okay, da sind auch noch ein paar Peoples. Aber erst einfach mal. Okay. Ohne Animation. Geht auch. Okay, jetzt nichts mehr zu holen. Sind es denn noch? So, da sitzen zwei am Lagerfeuer. Und zwei stehen dahin. Und die sind ziemlich eng aufeinander. Das heißt, die werden alle dummerweise auf mich losgehen. Deswegen werde ich auf jeden Fall erstmal hier mal wieder in der Stadt gucken, wie spät haben wir es. Ja, genau, werde ich mal eine Runde schlafen. Und mich hier mit Pfeilen aufrüsten und ein paar Pfeile vielleicht noch kaufen müssen. Wo ich habe da jetzt eigentlich genug. Weil am wichtigsten ist erstmal, dass ich hier die vorhandenen Pfeile schärfe. Und dann melde ich mich wieder, wenn ich wieder zur Mine zurückgefunden habe. Was diese 100 Feuerpfeile kann ich sogar herstellen. Wow. Erstmal die 100 Pfeile schärfen. Also bis dann. Ach ja, der Roland verbringt hier stundenlang, um halt ein paar Waffen zu schärfen. Und ich habe ja bei den Piratengoblins ja so viele alte Entermesser geholt. Ein Tipp von meiner Stelle, vielleicht lässt sich da irgendwie sowas machen wie mit der Pfeilherstellung. 10 oder 100 Säbel schärfen, Waffen schärfen. Das wäre cool. Okay. Verkaufe ich auch. Ich bin auf 2133 Points gekommen. Das heißt, dass ich bei Lars mir die Crawler-Rüstung kaufe für 2. Ich will die Rüstung kaufen. 1000 Gold. Die ziehen wir auch lustigerweise an. Da ist er. Da gibt es wenigstens ein bisschen mehr Schutz. Ah, die ist das. Ja, die kennen wir doch schon. Ja, er sieht ja voll fetisch aus hier. Cool. Okay, zurück zur Mine. Da bin ich jetzt ein bisschen gewappnet. Waffen geschärft, Pfeile hergestellt, Pfeile geschärft und zurück zur Mine. So, auf wie geht's wieder? In die Mine hinein. Also in meinem Let's Play davor waren ja draußen unheimlich viele Söldner. Und ich habe festgestellt, dass das, dass ich weniger bekämpft habe, als überhaupt da waren. Ah, toll. Gut, okay. Oh, Roland, du bist noch ein bisschen töffelig. So, jetzt sind wir wieder an der Stelle. Und, ja. Dummheit muss bestraft werden. Dann wollen wir mal gucken.
ob die Crawler-Rüstung auch hält, was sie verspricht. Wenn ich gucke, wie viel? 71 geschossen. 71, ja, das könnte sogar cool gehen. So. Ich ziehe die Waffe. So. So, wollen wir mal gucken. Ob. Oh Gott. Der hat noch seine Waffe gezogen. Okay, die bleiben alle hängen. Ja, toll. Ich möchte aber im Nahkampf die erledigen. So. Heißt, hole ich sie mal weiter raus. Okay, oh, da ist noch einer. Ball und Bogen schießen. Nee, die das Waffe. Was für dich, Penner! Die Rüstung ist irgendwie nicht so toll. Ich habe ja noch ein Goblin-Skelettspruch gefunden. Den werde ich mal anwenden. Mal gucken, was passiert, wenn ich es erschaffe. Das heißt. Hier sind ein paar Ochs-Söldner. Mal gucken. So, wo ist es? Ach, da, das sieht man kaum. Los. Komm mal mit. Okay. Ach du Schiet, das ist ja sofort im Arsch, das Goblin-Skelett. Super klasse. Bleibt auch stehen. Zeit, was zu essen. Was denn bloß? Wollte mir mal Suppe kochen lernen. Aber warum habe ich das Gefühl, dass ich das hier auch nicht überlebe? Aha, das war also das Goblin-Skelett. Was für dich? Tolle Rüstung, super klasse auch. Ja, das ist alles sehr taktil, das Ganze. Also, Feuerpfeil habe ich nicht mehr so viele. Ich nehme doch den geschärften Pfeil. So, okay, vorbereitet jetzt nochmal zum, weiß ich nicht, x-ten Kampf, den ihr hier nicht gesehen habt. Vielleicht werde ich mich hier ein bisschen entlang schleichen. Da sofort einer dabei. Ach nee. Die ziehen gleich ihre Waffen. Okay. Und. Ja, der hat eine gute Rüstung an. Aber das wird der andere getroffen. Achso, der ist es. Okay. Hatten wir ja schon mal gehabt. Na. Ja gut, okay. Diese Haut drauf Geschichten, die sind nicht so pralle. So, Nummer 1 ist erledigt. Dann werde ich mal an eine Stelle speichern. So, Nummer 2 kommt gleich dazu. Die anderen sind schon gewarnt. Habe ich im Hintergrund gehört. Oh, 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 oh. Gleich Deckung suchen. Na? Doch nicht? Beiden. Ich weiß nicht, wo die sind. Und ich bleib da wieder hängen. Ja, bleibt der.
Shit. Ah, er bleibt weiter hängen. Ja, dann werde ich ihn doch hier... Hallo? Mit meinem Säbel noch bezwingen. Hoffe ich. Oh, spannend. Ja, es gibt wahrscheinlich auch einige unter euch. Die mache ich doch so platt. Ah, ich habe natürlich einen anderen Schwierigkeitsgrad gewählt. Ja. Okay. Der hat mir nicht viel angehabt. Jetzt hat er auch nichts mehr viel. Er hat mir nicht viel anhaben können. Ein Glück. Dann haben wir ihn hier noch. Gut, der hat auch ein bisschen Nahrung dabei. Das finde ich klasse. Oh, ja. Ja, die anderen beiden werden sich wohl hier hinter befinden. Die müsste ich dann auch irgendwie... wie mache ich die denn jetzt weg? Der eine hat ja eine Fernwaffe, der andere, der kämpft ganz gerne mit Bullchen. Was haben wir denn hier? Ah, hier haben wir was zum Hochklettern. Mal gucken. Bisschen Deckung. Ah ja. Okay. Wo ist denn der andere? Der ist wohl nicht da, oder was? Ah doch, er schießt auf mich. Trifft mich noch nicht ganz. Oh doch. Wo ist er? Sehen ihn nur nicht. Mist. Das ist knapp. Jetzt muss ich weiter vor. Der nächste Fall trifft, der mich trifft, der macht mich kaputt. Okay, er ballert die ganze Zeit in den Felsen rein. Während der Ork-Söldner da unten noch. Und ich. Noch ein Stück. Scheiße, ich habe keine Pfeile mehr! Dich wollte ich haben. Der andere schießt immer noch auf mich. Jawohl. Ach, so kann man seine Pfeile auch verschwenden. So, jetzt aber. So, der ist weg. Der andere schießt noch fleißig rum. Ich habe keine Pfeile mehr und speichern. Mampfen wir was. Der macht noch seine Yoga-Übungen da unten. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, hier 5 Äpfel. Ich fühle mich erfrischt. In dieser stinkigen Höhle. Herrlich, herrlich, herrlich. Okay. So, also einer ist noch übrig in der Höhle. Dem gilt es irgendwie noch zu finden. Ach, da oben. Da hinten. So. Okay. Also jetzt hier am Bildschirmrand oben unter dem Erzklumpen. Das heißt, aufpassen machen. Nicht irgendwo jetzt mal. Na, was war das denn? Der ist durch das Rost gefallen, hätte ich beinahe gesagt. Okay, er ist im G-Modus, er jetzt im Rennmodus ist. So, er bleibt bestimmt... Nein, er bleibt da nicht hängen. Ich muss mir eine sichere Zeit ausdenken, wann er... Der turnt da immer noch rum.
wann ich was essen kann. Und zwar muss das fix gehen. Banane, alles klar. So, den letzten hier in der Höhle mit dem Schwert zwingen, das wird lustig. Na, aha. Da ist er. Ah, Leute, ob es jetzt langweilig war oder spannend oder zäh, ich fand den Kampf, der Kampf war gut. Nicht zu holen. Ja, da freuen sich auch die Toten oder dieser tote Orksöldner. In diesem Sinne, ich freue mich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Und sage tschüss, lasst einen Kommentar dabei. Okay, mach's gut, ciao. Herrlich. Nicht zu holen.